Herzlich willkommen bei Futorial, mein Name ist Sinan und heute gibt es die Auswertung des Königin der Nacht Remix Contests. Ihr habt mir eure Remixe geschickt, jetzt hören wir uns die mal gemeinsam an. Einen Gewinner habe ich persönlich noch nicht auserkoren, da könnt ihr mir auch gerne weiterhelfen. Einfach in die Kommentare schreiben, welcher Remix für euch der Favorit ist. Der Gewinner bekommt dann diesen Ollo Audio Kopfhörer im Wert von 300 Euro, nagelneu. Ich habe den wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde mal auf dem Kopf gehabt, länger nicht. Und diese Holy High In-Ear Kopfhörer hier, die gibt es dann auch noch für den Gewinner. Wie gesagt, nagelneu. Ich habe sie ein einziges Mal für ein Video getestet. Das war's. Dann geht's auch direkt los. Wir hören rein. Ich habe auch selber noch ein Edit gemacht. Da hören wir ganz am Ende rein. Der Song startet natürlich außer Konkurrenz. Es geht los mit 808 Fu Remix. Sie war schon immer meine Königin. Und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Sie skippt Tracks von K1 und von Leon Mascher. Und hat bis jetzt noch kein Track von Mero gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht. Und scheiß auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Yeah, Instagram-Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant-Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie da nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Sie war schon immer mein. Okay, mein erster Eindruck, Beat finde ich ganz cool. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob so die Harmonien, also er hat ja halt schon die Akkorde gewechselt und die Bassline gewechselt, was grundsätzlich cool ist, aber ich frage mich, ob das so zum Sound, zum Originaltrack, zu den Vocals passt. Was meint ihr? Habt da irgendwie ein komisches Gefühl. Grundsätzlich aber ein solider Track, also da ist jetzt so akustisch nicht viel falsch und auch die Kick und so, das gut, hat gutes Durchsetzungsvermögen. Es geht weiter mit dem nächsten Remix, Königin der Nacht, MST Remix. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Sie skippt Tracks von K1 und von Leon Mascher. Und hat bis jetzt noch kein Track von Mero gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht. Und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Yeah, Instagram-Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant-Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie da nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Ich finde, das passt nicht so richtig. Es ist ein bisschen chaotisch alles. Ich fühle es tatsächlich nicht. Also musikalisch. Musikalisch finde ich das irgendwie nicht so geil. Was meint ihr? Ist für mich kein Kandidat, um hier in die nächste Runde zu kommen. Es geht weiter mit DJ Norman C. Sieht aus wie ein House-Remix. Sie war schon immer meine Königin der Nacht. Und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Ich finde, die Kick passt aber nicht rein, oder? Das ist so eine Goa-Psy-Kick. Eine Königin, ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte. Ein Teil von ihr, mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Aber ohne Liebe geht es nicht, nein, ohne Liebe lebt sie nicht.
Wieso hakt das alles so? Also, mal abgesehen davon, dass das musikalisch von den Noten her nicht ganz stimmt. Was ich mich frage ist, warum sind die Noten nicht on point? Ist das mit dem MIDI-Keyboard eingespielt und dann nicht quantisiert? Boah, also, bin ich auch raus, ist mir tatsächlich dann ein bisschen wieder zu chaotisch. Ich bin immer vorsichtig damit, das zu verurteilen, weil es kann immer der Fall sein, dass das jemand aus künstlerischer Sicht halt so machen wollte. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, was ihr meint. Ich hab's hier jetzt irgendwie auch, das war's auch noch nicht. Jetzt gucken wir mal rein, der No Name Remix. Es gibt Tracks von K1 und von Leon Mascher und hat bis jetzt noch keinen Track von Mero gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Sie gibt keinen Fick und trägt ihr Herz auf der Zunge, raucht 100 Kippen täglich mit Samra auf Lunge. Sie verteilt Schellen, wenn du zu viel Welle machst, ihre Straße regelt und hält deine Bälle flach. Manches finde ich gut, manches finde ich nicht so gut. Also ich finde eigentlich diesen Teil hier ganz cool. Aber was hat das mit dem Song an sich zu tun? Das wirkt so ein bisschen wie ein Mashup. Und hier sind ein paar Passagen, wo man merkt, dass zu viel Amplitude in diesen Masterkanal reinballert und der Kompressor da so ein bisschen ins Schwitzen gerät. Hier zum Beispiel. Da ist so viel Bass auf einmal drin, dass das nur so. Ja, wie gesagt, die einzelnen Parts finde ich okay, aber im Im Gesamtkontext habe ich es nicht ganz gerafft. Hansult Remix. Reverse. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal in meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wäre. Ohne sie wäre mein Leben nur die Hälfte wert. Okay, hat die Strophen gar nicht benutzt. Finde ich nicht verkehrt. Ist interessant. Ist so ein bisschen verkifft, verballert. Hm.
Fehlt noch ein bisschen so der Wohlfühlfaktor beim Hören. Was meint ihr? Bitte, bitte helft mir mal hier. Ihr merkt vielleicht, ich bin auch nicht so richtig getoucht von den Remixen bisher, aber vielleicht liegt das auch an meiner momentanen Stimmung. Also ihr seht, ich brauche ein bisschen die Hilfe der Community. Venom Remix. Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Sie skippt Tracks von K1 und von Leon Mascher und hat bis jetzt noch keinen Track von Leo gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Yeah. Instagram-Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant-Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie dann nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Aber ohne Liebe geht es nicht, nein, ohne Liebe lebt sie nicht. Yo, ich finde ihn ganz interessant. Es sind viele Sachen drin, die ich gut finde. Ich finde es mixtechnisch natürlich echt so grenzwertig. Kann man, glaube ich, ein bisschen größer meinen hier. Ihr hört das ja, das cruncht sehr krass, das ist zerstört, das ist nicht immer unbedingt angenehm im Ohr. Aber ich finde die Umsetzung ganz interessant. Also das Vocal mal runter zu pitchen und auch hier dieser Part. Der Refrain-Part. Hat was, wenn auch gleichzeitig diese Kickdrum ein bisschen brutal ist. Würde ihn aber trotzdem erstmal jetzt so zum einen meiner Favoriten zählen. Dann kommen wir jetzt zum VinCNT, also wahrscheinlich Vincent Remix. Funky. Boah, bei der Musikrichtung weiß ich natürlich, also da bin ich sehr zu Hause, deswegen würde ich sofort, mein Gefühl war sofort, warum nicht ein bisschen mehr Ducking auf der Bassline von der Kickdrum. Also die Kickdrum, dass sie diese Bassline einfach noch ein Stück weiter wegzieht. Und schon hättest du unendlich fach mehr Groove da drin, weil das Ganze ja schon irgendwie funky ist, aber jetzt noch ein bisschen die Kick mehr dominieren lassen, fände ich viel geiler. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. We'll be right back.
Ich finde hier vieles cool, ich finde den Style cool, ich finde es kreativ und so weiter, aber Mix und Mastering finde ich ein bisschen schäbig. Das könnte alles ein bisschen angenehmer fürs Ohr sein, ein bisschen mehr Ducking zulassen, aber ansonsten auch cooles Ding irgendwie, also vor allem kreativ gearbeitet, also auch nicht schlecht. Dino und Guma Remix. Ich finde komisch, dass das Vocal da noch drin ist. Das ist ein geiler Dreamy Housey House Loop so, der auch echt durchgeloopt wird. Und den finde ich richtig cool, aber ich finde, das Vocal passt nicht wirklich dazu. Also da würde ich wirklich sagen, mach aus dem anderen einen Track und lass das Vocal doch weg. Also, der Beat ist doch cool. Und dann aber, das ist jetzt so mein Gefühl, passt mir irgendwie nicht zusammen. Wobei ich das Instrumental echt cool finde. Dann checken wir mal den Emu-Remix. Eine Königin der Nacht, bin nie aufgewacht, wenn du in meinen Träumen warst. Ich liebe das so sehr, mein Kopf schaltet endlich ab. Wenn die Sonne untergeht, liegst du wieder in meinem Arm. Ich träume nur von dir, von niemand anderen. Träume ich so viel wie von dir, wie von dir. Ich schließe einfach meine Augen, dann sehe ich dich endlich vor mir stehen. Wunderschön stehst du hier. Stellst die Sonne in deinen Schatten, nur der Mond, er scheint so golden wie du. Nur der Mond darf mit dir tanzen. Du bist wie die. Du warst schon immer meine Königin der Nacht. Bin nie aufgewacht, wenn du in meinen Träumen warst. Ich liebe das so sehr. Positiv möchte ich erwähnen, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, einen neuen Text zu schreiben und das neu einzusingen. Also ein gewisser Aufwand ist dahinter. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du deine Gesangsperformance ernst meinst. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach nur es gibt ja manchmal auch so das, so Moneyboy-mäßig, der rappt ja auch nicht wirklich echt ernst so. Das kann ich gerade nicht so richtig beurteilen. Also für mich ist das komplett schiefer Gesang. Schiefer Gesang und so ein bisschen, wie sagt man das, so cringe-mäßig. So, heißt das cringe oder cringy? Keine Ahnung. Nee, cringe, ne? So irgendwie so ein bisschen, okay. So, wo ist der What the fuck Smiley? Aber ja, immerhin kreativ mitgearbeitet. Beziehungsweise da steckt Mühe hinter, das möchte ich anerkennen. Musikalisch, pfui. DJ SW77 Remix. Sie, es gibt Tracks von K1 und von Leon Mascher. Und hab bis jetzt noch kein Track von mir gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht. Und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Yeah, Instagram-Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant-Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie dann nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Aber ohne Liebe geht es nicht, nein, ohne Liebe lebt sie nicht.
Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wär. Sie gibt keinen Fick und trägt ihr Herz auf der Zunge. Braucht 100 Kippen täglich mit Sandra. Auch sie liebt mit voller Seele und hat mich auf ihren Schlaf gebracht. Manches finde ich cool, manches nicht so cool. Ich glaube, hier ist irgendwie ist das Vocal noch im richtigen Timing? Yeah. Instagram Fame braucht sie nicht. Ist das nicht irgendwie früher? Irgendwie, das kam mir komisch vor. Dann, was hast du für einen Hall auf dem Vocal benutzt? Das finde ich nicht gut. Das Hall auf diesem Vocal, das macht das Vocal tatsächlich komisch, so billig. Würde ich vielleicht gar kein Hall benutzen, wenn ein bisschen Delay. Also das wirkt wie so ein kleiner Badezimmerraum. Beat finde ich eigentlich ganz cool hier. Der geht gut nach vorne. Hier die Passagen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, das ist so. Sex mit Sammy und Argo Berlin und alle glauben schon, sie wäre eine Schlampe, doch sie. Aber es ist auch hier wieder der Hall. Der Hall ist es nicht. Also, Ja, geht weiter mit Agent Remix. Nervt mich gerade richtig, dass da nicht eine richtig geile Snare ist. Die mal so richtig reinpuncht. Moment, was brauchen wir denn da irgendwie? Ist sowas? Ja. Merkt ihr das? Moment. Das muss ich mal ganz kurz machen. Also, was für ein Tempo haben wir hier? Tap. Okay, irgendwie 105 und jetzt gucken wir mal. Also irgendwie da jetzt noch so eine brachiale Snare wäre so geil gekommen. Ganz kurz gucken, dass die so richtig ist. Ja, merkt ihr das, Mann? Oh, ihr seid gerade geschlagen, da kam gar nichts. Aber merkt ihr den Unterschied? Das hätte noch irgendwie gefehlt. Ich glaube, die kann sogar noch krasser reinpunchen in den oberen Frequenzen. Aber auch gar nicht so lang. Einfach nur kurz und hart. Merkt ihr? Yeah.
Entschuldigung, Agent, dass ich hier da die ganze Zeit jetzt so reingrätsche, aber ich vermisse die so hart, weil ich das eigentlich ganz geil finde. Das erinnert mich so ein bisschen an Oliver, so ein bisschen Daft Punk-mäßig, super cool, aber ich würde tatsächlich versuchen, Kick und Snare, also da ist ganz viel Gefrickel drin, das ist alles cool, aber jetzt noch irgendwie Kick und Snare so ein bisschen härter betonen. Gucken gerade mal hier so. Merkst du? Also ich finde die super cool, ich finde den Remix echt cool, cool. Geilere Snare oder einfach nur eine Snare dazu, im Übrigen, die kann ich dir empfehlen hier, Cincinnati Sounds Volume 3, die 37 der Future Snares, die fände ich cool, aber ich will da gar nicht dir reingrätschen, ne? Aber nimm die mal, nein. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, vielleicht habe ich auch voll den Schatten. Niklas S. Remix. Mal gucken, dass die Lautstärkeunterschiede nicht so krass sind. Also hier ist das Vocal voll leise und hier ist es voll laut. Und auch manche, die bah, das ist viel lauter. Ansonsten interessant, aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Wie gesagt, auch mixtechnisch. Die Sounds zueinander sind nicht ganz ausgewogen. Nobs Remix. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um mein... Klingt so nach Weiß. Hat der Vitali hier einen Remix gemacht? Weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Sie war schon immer meine Königin der Nacht. Sie war schon immer meine Königin. Ja, geht so in diesen Slap Bass, so nennt sich das, glaube ich, so Weiß oder auch Del Noro. Mich macht ein bisschen fertig dieser Stereo-Shaper auf dem Vocal. Das klingt sehr strange, Stereo. Aber ansonsten ist es kein schlechter Remix in diesem Style, denke ich. Ich mag den Style tatsächlich nicht so.
Ja, ihr entscheidet. Was sagt ihr dazu? Was ist euer Remix? Was ist euer Favoriten-Remix? So. Und dann gibt's Sven. Sun Remix. Sun, warum so viel Headroom? So. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Part finde ich eigentlich ganz cool, vor allem mit diesen Reverb-Sounds, immer dieses, also diese Pizzicato-Sounds. Kommt dann wieder so rein. Finde ich ganz cool. Ich weiß auch hier wieder nicht, passt das alles so zu dem Vocal? Ich merke auch, es ist nicht leicht, daraus natürlich so ein bisschen so ein Future-Bass-House-Track zu generieren. Das lässt der Song wahrscheinlich nicht ganz so zu. Ja. Ich habe im Übrigen auch so eine Art House-Edit gemacht. Hören wir gleich mal rein. Vielleicht ist das auch Quatsch. Tracks von K1 und von Leon Mascher. Und hat bis jetzt Wow Remix V. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht. Und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Instagram-Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant-Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie dann nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Aber ohne Liebe geht es nicht. Nein, ohne Liebe lebt sie nicht. Lebt sie nicht. Also Einstieg fand ich total cool. Mix und Mastering ist es noch nicht. Das könnte viel krasser klingen. Das Instrumental lässt es grundsätzlich zu. Also die Idee, mit so einer Bassline da reinzugehen und dieses Lebt sie nicht zu wiederholen, ist auch eine geile Idee. Das hätte ich auch vielleicht beim zweiten Takt dann auch nochmal gemacht. Nicht. Lebt sie nicht. Also hier dann. Mixtechnisch ist das noch ein bisschen, das ist also ein bisschen weit. Sie wäre eine Schlampe, doch sie liebt mit voller Seele und gibt mehr, als sie hat. Selbst Xavier verbrachte mit ihr mehr als eine Nacht. Ja, sie hat es schwer, sie kann keinem Opfer trauen. Denn alle wollen ihr Spotlight klauen. Nur wenige halten ihrer Liebe stand und sind bei ihrem Aufstieg an ihr verbrannt. Sie gibt keinen Fick und trägt ihr Herz auf der Zunge. Sie Das ist ja so ein cooler Remix jetzt davon. Ist die Frage, ob das klappt, ne? Ja. Als letzten dann noch von euren Remixen der Jalapeno Club Mix. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Yeah. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Sie skippt Tracks von K1 und von Leon Mascher und hat bis jetzt noch keinen Track von Mero gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht. Und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft.
Yeah. Instagram Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie dann nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Aber ohne Liebe geht es nicht, nein, ohne Liebe lebt sie nicht. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf. Sie wär mein Leben nur ein Clown. Nur wenige halten ihrer Liebe stand und sind bei ihrem auch die Hälfte wert. Sie gibt keinen Fick um. Belebt sie nicht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ja, ja, ja. Verliere so ein bisschen den roten Faden da drin. Also grundsätzlich. Also es ist nicht so schlecht. Okay, da hat der liebe Leikopf auf einmal einen Schlaganfall. Spaß. Ey, Leute, manchmal mache ich einfach einen derben Joke. Ja, also regt euch ab. Ich mache keine Witze über Menschen mit Schlaganfall. Das ist eine ganz schlimme Sache. Fand nur lustig, das zu sagen. So, Mann, warum rechtfertige ich mich denn schon wieder? Ja, also jetzt habt ihr alle Remixe gehört. Von diesen Remixen bitte ich euch, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was ist für euch ein favorisierter Remix, welcher ist besonders cool, welcher hätte es verdient, Kopfhörer zu bekommen. Ich lasse mich mal von euch beeinflussen. Zu guter Letzt gibt es auch noch dann mein Edit und ich sage auch direkt dazu, das ist wirklich mehr so ein Edit. Ne? Also ich habe viel von den Originalspuren einfach übernommen und es ein bisschen schneller gemacht und eine Kickdrum drunter gelegt. Sie war schon immer meine Königin der Nacht und hat mich öfter mal um meinen Schlaf gebracht. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, wo ich wär. Ohne sie wär mein Leben nur die Hälfte wert. Sie skippt Tracks von K1 und von Leon Mascher und hat bis jetzt noch kein Track von Mero gehört. Sie sagt, Flair hat recht, denn Flair hat recht und scheißt auf Follows für mehr Likes und mehr Geschäft. Yeah. Instagram-Fame braucht sie nicht. Sie ist Instant-Fame, wenn sie den Raum betritt. Und jeder, der sie sieht, weiß, sie ist echt. Ist sie erst in deinem Kopf, geht sie dann nie mehr weg. Jeder will sie haben, jeder will ein Teil von ihr. Mit Gewalt wollen sie auf die Eins mit ihr. Aber ohne Liebe geht es nicht, nein, ohne Liebe lebt sie nicht. Sie war schon immer meine Königin der Nacht. Ja, ihr habt es vielleicht gehört, jemand aus dem Tutorial-Forum hat mich darauf hingewiesen, dass eventuell die Samurai-Vocal-Cuts da passen könnten und deswegen habe ich die einfach mal da hinzugefügt, hier an der Stelle, glaube ich. Ja. Und fand die Idee irgendwie ganz cool, ja. Jetzt habt ihr noch einen Einblick in meinen Remix. Ob ich den veröffentliche, weiß ich gar nicht. Ich guck mal, ob der mich so kickt. Yo! That's it. Ich würde sagen, ich muss jetzt mal fleißig Kommentare lesen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.